Hallo YouTube. Ja, heute geht's an die Heckklappe. Ja, die soll heute raus. Das Mechanische ist jetzt gar nicht so das Problem. Diese Sicherungsscheibe wird rausgezogen und der Dorn noch da ausgetrieben. Das gleiche auf der Seite, nur in die andere Richtung. Das Mechanische ist auch gar nicht das Problem. So eine Heckklappe hat im Allgemeinen ja auch eine Stromversorgung. Wir haben hier Kennzeichenbeleuchtung, die Zentralverriegelung, die dritte Bremsleuchte und den Heckscheibenwischer. Die müssen ja mit Strom versorgt werden. So. Jetzt hat Opel in seiner unendlichen Weisheit bei manchen Modellen nach dieser Durchführung, und zwar hier hinter diesem Panel, eine Steckverbindung eingebaut. Hier hoffe ich das Gleiche, dass das hier das Gleiche passiert ist. Das ist voll uncool, die ganze Heckklappe auseinanderzubauen. Also sämtliche Verkleidungen runter, sämtliche Steckkontakte von den elektrischen Verbrauchen runter. Die Spritzdüse ist auch noch da. Der Schlauch geht da auch durch. An der Stelle brechen die Kabel ganz gerne, dann funktionieren die Sachen meistens nicht mehr. Dafür gibt es Reparatursätze. So, und dieser Reparatursatz für diesen Astra G hat eine Steckverbindung. So. Und die hoffe ich jetzt zu finden. Als allererstes nehmen wir mal die Kofferraumdichtung raus, wenn die willig ist. Mein Gott. Okay, so wird das nix. Ab aufs Stativ mit euch. Ich werde das Ganze in Zeitraffer laufen lassen. Ich hoffe, man erkennt alles. Okay, Kommando zurück, der ist verklebt. Ja, dann muss ich die Verkleidung abnehmen und da mal schauen. Das macht die ganze Sache dann wesentlich einfacher. Das spart locker 2 Stunden, wenn diese Durchführung dahinter gesteckt ist, also wenn da ein Stecker vorhanden ist. Das wäre total super. Ich stelle euch mal um und dann machen wir weiter. So, da sind wir wieder. Ein bisschen habe ich es abgekriegt. Ist äußerst stramm, muss ich sagen. So, irgendeine Verschraubung sehen wir hier nicht. Das bedeutet Klammern. Schön vorsichtig mit den Händen rein und schauen, was sich dahinter verbirgt. Eventuell muss ich die Türdichtung noch rausnehmen. Hier scheint er sich auch einzuhaken. Und dahinter wird er auch festgeklipst sein. Deswegen gibt es jetzt noch mal Zeitraffer. Okay, lässt sich relativ leicht nachverfolgen. Also hier oben geht die Leitung rein, ne? Hier geht die Leitung runter. Und hier unten, da ist der Verbinder, wo dieser Stecker drin steckt. Okay, hätte man ein bisschen einfacher machen können, aber ich bin sehr dankbar, dass ich die ganze Heckklappe nicht auseinanderrupfen muss. Ist also relativ einfach. Sehr gut. So, jetzt habe ich die Leitung hier schon mal raus. Die sitzt hier in solchen Klammern drin. So. Schön hier durch, weil es funktioniert alles an der Klappe. Also wegschmeißen und kaputt machen ist keine Option. Okay, damit hätten wir die Klappe stromlos. Und jetzt geht es an die Dämpfer. Ich nehme euch mal mit. So, die Dämpfer kriegt man ab, indem man den kleinen Kollegen hier, das ist die Sicherung. Ja, komm schon.
Schlitzschraubendreher. Das reicht schon. Ne? Dann ist er entsichert. So, zweiter. So, zweiter. Okay. Jetzt schnappen wir uns gleich eine Zange, ziehen die Sicherungen ab. Und dann wird gehämmert. Ja. Okay. Ich muss euch mal umstellen. So, die Sicherungssplinte habe ich schon rausgenommen. Und einen Hammer genommen. Von der Seite kommt man super da dran. Deshalb nehmen wir erstmal die Seite. Nehmen wir uns eine Zange. Legen die davor. Da ist er auch schon. Ich habe gestern eine Reportage im NDR gesehen, Markt oder sowas in der Richtung. Beziehungsweise ich habe keinen Fernsehempfang, ich gucke sowas im Internet. Da ging es um Katalysatordiebstahl. Ja, ist im Moment ein echtes Problem. Und da meinte jemand mit einem Polo, der sehr gut erhalten war, dem haben sie den Cut geklaut, jetzt kann er das Auto auf den Schrott schmeißen. Weil tausende von Euro Schaden da sind. Ersatzkatalysatoren für Polos. Habe ich selbst schon gekauft. Zwischen 70 und 100 Euro, 5 Schrauben. Ne? Die Leute suchen wirklich eine Entschuldigung, gute Autos wegzuschmeißen. Ich verstehe das wirklich nicht. Tja, was soll man dazu sagen? Wie gesagt, ich kann sowas nicht nachvollziehen. Und finde es auch nicht gut. So, jetzt komme ich natürlich nicht an den Splint dran. Also, schnappen wir den Schraubendreher, schreiben wir ihn so raus und hauen uns aber nicht auf die Finger. Ganz wichtig. So, Splint Nummer 1 ist draußen. So sehen die aus. Dürfen auch gerne mit Fett wieder eingebaut werden. Also hier den sauber machen und mit reichlich Fett wieder einbauen. So ein Scharnier schlägt nämlich schnell aus, wenn es ständig rumreibt. So, für die zweite Seite brauche ich jetzt eine zweite Person. Weil die Heckklappe fällt garantiert runter. Und da möchte ich dann nicht drunter stehen. Also hole ich jetzt mal eine zweite Person. So, zweite Person ist anwesend. Jetzt hauen wir den zweiten da raus. Jetzt wird sie garantiert weg wollen. Über die Dämpfer, genau. Die halten wir jetzt so fest. Jetzt musst du nur noch die Dämpfer nach innen einmal abschlagen. Einfach so. Andere Seite auch. Entsichert sind sie schon. Genau. So, beide Seiten sind ab. Der liegt jetzt da oben noch drauf. Wie praktisch. Den nehmen wir jetzt von der Seite. Und heben die einmal über die Kamera. So. So, die Heckklappe ist weg und der Handy-Akku ist auch wieder aufgeladen. Ja, so gut wie jetzt kommen wir da nicht wieder dran. Also würde ich sagen, den ganzen Krempel hier werde ich jetzt mal hier raus operieren. Und danach diese Ecke auch mal ein bisschen pflegen. Auch das darf gerne mal passieren hier und da. So, reichlich. Ne? Ja, möchte nicht wissen, wie lange das da drin ist. Das da kriegt auch neues Fett und wird sauber gemacht.
Ja, insgesamt ist das so der Bereich vom Auto, der immer relativ stiefmütterlich behandelt wird. Was man nicht sieht, wird nicht gereinigt. Und genau da rosten die Dinger dann. Okay, ich hole mal den ganzen Krempel zusammen und dann fangen wir an. Als erstes schnappen wir uns den Luftschlauch. So, wenn der Kompressor jetzt gleich wieder leise ist, machen wir mit dem nächsten Schritt weiter. So, jetzt habe ich mir ganz normales Waffenöl besorgt. Waffenöl hat einen wesentlichen Vorteil: säurefrei und verharzt nicht. Und es ist super zum Reinigen. Im Übrigen ist das sogar zur Wundversorgung zugelassen. Wir reden also hier durchaus von einem sehr biologischen Mittel. Das lassen wir ein bisschen einwirken. In dem Fall ist es auch nicht schlimm und deswegen säurefrei, wenn es irgendwo in die Falze reingeht. Waffenöl, also besagtes Waffenöl, ist ein tolles Zeug. Wundversorgung funktioniert wirklich. So, auch einmal hier durch die Stege. Das löst den Schmutz. Und wie gesagt, wenn es in die Falze reinkriecht und unter die Lippe hier, ist das alles andere als schlimm. Deswegen säurefrei, wie gesagt. Ja. Wenn da jetzt mit scharfen Reinigern drin rumspielt, hat man später den Ärger, dass genau die Rost erzeugen. Und wie wir hier sehen, ist hier überall eine Nahtabdichtung dran. Und auf der anderen Seite haben wir die Dichtlippe. Kapillarwirkung, muss man nicht weiter erklären, ne? Das saugt sich rein. Und wenn da Säure irgendwann entsteht oder das Zeug verwittert, ja, begreift das den Lack an, das Blech. Ende vom Lied, Rost. Deswegen ist Waffenöl ganz geil, muss ich sagen. Also ich mag's. Ich nehme das für alle Winkel und Ecken, wo irgendwo was reinkriechen kann. Das ist relativ schnell, das Zeug. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, jetzt schnappen wir uns ein etwas älteres, grobes Mikrofasertuch. Das scheint Wachs zu sein hier. So, das nervt jetzt ein bisschen mit dem Festhalten. Deswegen, ich mache sauber und hole euch gleich wieder dazu. Ja, jetzt bin ich auch mal fertig. Licht an. Ja, wie man hier sieht, hoch und tief rein. Öl ist schön reingelaufen überall. Abgeputzt. Man sieht, Korrosion nicht zu finden. Alles original. Vom Werk. Alles schön, kein Rost. So. Hier sieht man auch ganz gut, dass so ein Astra qualitativ sich nicht großartig von dem Golf unterscheidet. Mit dem einzigen Unterschied, dass der länger läuft. Also der Astra. Meine Erfahrung. Kann natürlich jeder anders sehen. Meiner Erfahrung nach laufen die Astra länger. Gerade 1416V Golf neigen dazu, sich selbst zu fressen. Ja. Jetzt rinnt hier überall noch ein bisschen Öl raus. Klar, ist aber gut. Genauso ist das gewollt. Da wo Öl ist, ist keine Korrosion. Ja.
ziemlich gut aus. Die Dichtungsgeschichte hier bekommt nachher auch ein bisschen Waffenöl ab, das mag die. Hier oben sieht man ganz gut, dass Kunststoff auf Waffenöl auch sehr gut reagiert. Diese Leisten hier oben sind ja immer ein bisschen angegammelt. So, das reinigt und danach sieht es richtig gut aus. Das bleibt auch so eine ganze Zeit. Also ist immer empfehlenswert, sowas im Haus zu haben. Auch wenn man es jetzt nicht gerade zur Wundversorgung braucht. Bei Tieren wird das auf jeden Fall angewendet. Ja, Hund, Foto kaputt, Waffenöl oder Wasserstoffperoxid. Ja. Ich würde sagen, ich baue mal schnell die andere Klappe hinten aus. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da haben wir die ausgebaute Heckklappe aus dem Schlachtwagen. Hier machen wir das gleiche. Reinigen, wo man sonst nicht dran kommt. Gerade hier auf der Oberseite. Ja. Moos muss jetzt nicht sein. Ja, okay. Ja, gerade dabei die Heckklappe ein bisschen fertig zu machen, bevor sie eingebaut wird. Ich bin in den Kommentaren gefragt worden, ob ich den Tornado benutze. Nein, aber was ähnliches. Ist das Gelbe in Grün, nur halt nicht von der Marke. Und ich muss sagen, ja, das Problem ist nur, mein Kompressor kriegt eine Krise, weil er die Luftmenge nicht schafft. Aber mit einem entsprechenden Kompressor sollte das funktionieren. Ja, kann man ganz gut mit arbeiten, muss ich sagen. Mit dem Teil hätte ich es jetzt auch eingebaut hingekriegt, aber man sieht halt hier mehr, ne? Oh, das Gummi noch. Schön grün. Ich muss nur zwischendurch immer wieder den Kompressor ein bisschen pumpen lassen. Das nervt natürlich wahnsinnig. Deswegen ist das noch nicht so richtig der Weisheit letzter Schluss mit dem Teil. Eigentlich soll der 10 bar bringen, aber die Luftmenge ist irgendwie... bar ist nicht alles. Das muss auch entsprechend gehalten werden, beziehungsweise über eine längere Zeit. Ich glaube, der hier braucht 6 bar. Tja, keine Ahnung.
ist ganz praktisch, aber wie gesagt, ausreichend starker Kompressor muss da sein. Das Problem ist, der andere Astra ist im Gegensatz zu diesem Astra kein Nichtraucherauto gewesen. Deswegen würde ich das ganz gerne. Wegbekommen. Ist aber soweit in Ordnung. Jetzt kann sie eingehangen werden. So, jetzt haben wir folgendes Problem. Und zwar, grundsätzlich ist die Heckklappe da. Hier ist auch ein Splint drin. So. Von dem Unfall bzw. von dem Verziehen der anderen Heckklappe, scheint dieses Scharnier sich ein bisschen verbogen zu haben. Und zwar sind wir knapp einen Millimeter zu weit links. Das werde ich jetzt mal eben mit einer großen Zange richten. Zange, Lappen und richten. Okay, bis gleich. Okay, kommen wir nur zurück. Das war nicht vom Unfall. Und zwar ist beim Ausbauen, die Dinger sind drehbar. Ne? Ist ein Stückchen hier rüber gerutscht. Dadurch ließ sich natürlich die Heckklappe nicht mehr reinsetzen. Das Problem ist, die sind zwar drehbar, allerdings nur mit dem Hammer. Ja, okay. Das Ding habe ich jetzt gerichtet, so wie es vorher war. Das hat man noch gesehen. Hier unten an den Markierungen. Ich hoffe, jetzt geht sie so rein. Na gut, ein paar Fehlschläge gibt es immer. Aber lohnt sich ja. Okay, bis gleich. So, wie man jetzt ganz gut erkennt, sie ist drin. Die Heckklappe. So, jetzt kommen die Verbindungen wieder hier durch. Übrigens Quatsch erzählt, das Dischwasser geht hier gar nicht durch die Klappe. Das sitzt im Antennenfuß. Das Spritzgerät. Ja. So, der sitzt wieder. Die Dichtung nehmen wir jetzt mal für einen Test wieder da drauf. Erstmal nur für einen Test. Komm schon. So. Das sitzt, das passt, das wackelt. Ja, okay. Jetzt kommt der spannende Moment. Hat sich der Dorn unten von der Schließe verzogen. Ich habe andere Hecklampendämpfer reingesetzt. Sind sehr forsch. So. Und siehe da. Wir haben eine intakte Heckklappe. Muss noch ein bisschen eingestellt werden. Hier sitzt sie ein bisschen zu tief. Ja. Nächste spannende Sache. Geht sie wieder auf? Sie geht wieder auf. So, und zwar lassen die sich hier oben einstellen. Moment, ein bisschen gegen das Licht gefilmt. Da. Okay. Ein bisschen mehr Vorspannung ist super. Ah ja, das hört sich auch gleich besser an. Ne? Ja, Heckklappe ist drin. Sieht wunderschön aus. Ja, langsam wird er. Ich befürchte, dass mit der Farbe bemerkt man doch so ein bisschen, ne? Das ist etwas anderes als das hier. Das ist blöd. Lässt sich aber leider nicht verhindern. Aber ich glaube, ich habe die richtige Farbe bestellt. Ich werde mich mal dran satt gucken und dann mal entscheiden, ob ich die Heckklappe lackiere. Ja, es fällt ein bisschen auf. Ist, glaube ich, eine Farbnummer daneben. Blöd, ist aber so. Ja.
Nö, ich find's gut. Jetzt geht's auch wieder satt auf. Ja, schön. Und steigt von selbst. Ist das nicht hübsch? Ach, ich finde das immer gut. Ja. Das Projekt Heckklappe ist damit auch erledigt. Ne? Ja. Ich bin immer glücklich, wenn sowas fertig ist. Ja, das einzige Problem ist, ich werde den Stecker hier oben bauen müssen. Der Kollege hier hat einen runden Anschluss und die Heckklappe hat einen eckigen Stecker. Kann passieren. Ist kein Beinbruch, kriegt man auch hin. Entweder lässt sich die Steckerbelegung adaptieren von dem runden in den eckigen Stecker oder umgekehrt. Oder ich muss löten. Ist jetzt auch nicht schlimm. Ne? Ja. Wie gesagt, hier ist ordentlich gefettet. Da, wo die Dinger durchgehen. Sitzt, passt. Neue Dämpfer. Hübsch. Klappe zu. Affe tot. Video zu Ende. Wünsche noch einen angenehmen Resttag.